Hallo meine Lieben, wir sind wieder bei Nasan und möchten heute Tantuni machen für euch. Tantuni ist eine Spezialität und kommt aus der Region Mersin. Tantuni macht man mit Lavashbrot, das sind Jufka-Brote und wird mit gebratenem Lammfleisch gefüllt und mit verschiedenen Salaten eingerollt. Dazu brauchen wir ganz klein geschnittene Lammfleisch, die wir dann anbraten. Und Lavashbrot, normalerweise macht man das selber, da ich ja den ganzen Tag berufstätig bin, habe ich mir die natürlich gekauft. Zu den Zwiebeln möchte ich noch dazu sagen, die habe ich in Ringe geschnitten und mit Salz und Sumak eingerieben. Und ich nehme immer rote Zwiebeln. Und Sumak findet man ja in jedem türkischen Laden, das ist ja Essigsäure, wird als Zitronenersatz bei uns genommen. Zuerst habe ich das Fleisch eine halbe Stunde gekocht, damit das weich wird, weil sonst bleibt das Fleisch zäh und schmeckt dann nicht gut. Den Braten vorn werde ich erstmal auffangen, das brauche ich nachher. Und dann werde ich das Fleisch anbraten und nach den vorn nachgießen immer, ne? Zum Fleisch angießen, damit das nicht so trocken wird. Jetzt werden wir das Fleisch mit etwas Margarine anbraten. Das macht ja wirklich Spaß. Ja. Immer wieder. Ja, ne? Dann tue ich das den gekochten Lammfleisch jetzt rein. Und Elfo ist wieder dabei. Ja. Sie nimmt uns auf. Genau. Aber wir sind immer noch nicht bei dir gewesen, meine Liebe. Richtig. Wann ja. Kommen wir dann zu dir? Dann kommst du mal dran. Ja, ja, das nächste Mal würde ich gerne mal was vorkochen. Ja, genau. Und zwar, ich weiß, was wir bei dir machen. Käsekuchen. Weil dein Käsekuchen schmeckt lecker. Ich esse gerne Käsekuchen. Bei dir können wir Käsekuchen. Ja, das gerne. Das ist auch speziell. Genau. Richtig. Genau. Wenn das von da drin verdunstet, immer wieder nachgießen. Genau. Immer wieder nachgießen. Aber jetzt haben wir genug. Okay. Und Gewürze, brauchen wir keine Gewürze? Paprikapulver mache ich noch ein bisschen rein und ein bisschen Salz. Aber ganz, ganz wichtig, so Tantuni eingelegt. Genau. Die müssen sein. Die kommen auch übrigens auch aus der Region Mersin. Ja, haben selbst eingelegt. Selbst eingelegt, ne? Mhm. Dann kann ich dir einfach mal ganz wenig für euch, Info für dich. Ja, gerne. Das ist Feuer. Das ist richtig wie Feuer. Übrigens hat Eva uns heute, was hast du mitgebracht? Lindenfrikadellen. Sind auch richtig lecker. Und du hast es sehr gut gemacht. Oh, danke schön. Also nicht das Lavashbrot raus, nur von einer Seite. Von der Innenseite, ne? Nur von der Innenseite. Dann kommt das Fleisch rein. Zwiebeln. Also, den ersten esse ich. Den ersten esse ich. Tomate. Aber weißt du, ich meine, wenn man das für mehrere Personen machen muss, dann stehst du ja nur noch in der Küche, ne? Ja, aber normalerweise kann man das auch, den Zwiebelsalat, das alles zusammenmischen und alles also alleine machen. Genau. Genau. Stimmt. Aber meine Kinder essen das ohne Petersilie und ohne Tomaten. Okay. Deswegen mache ich immer alles extra. So, dass jeder sich dann das nehmen kann, was er mag. Beliebig, ne? Genau. Und Zitrone, bisschen Zitrone, dann wird das so eingerollt. So wird das dann serviert. Okay, ich probiere mal. Muss ich das so halten, ja, damit das nicht rausfließt und essen. Mhm. Lecker. Ja, mhm. Schmeckt das dir? Richtig lecker. Das müsst ihr unbedingt mal machen. Elbow. Ich darf die zweite nehmen. Genau. Ich bin die nächste. Ja. Normalerweise kriegt man das so auf die Hand serviert. Ja. In einer Hand die Zitrone. Man macht die Zitrone so drauf und beißt einfach. Hoffentlich gefällt euch das Rezept. Ihr könnt das ja mal ausprobieren und wenn es schmeckt, könnt ihr das ja mit euren Freunden teilen. Es ja, ist gerne. Ein Leckerbissen. Ja, finde ich auch. Also ich habe ja schon probiert, wirklich super, super lecker, kann ich nur sagen. Jetzt zeigen wir euch das noch einmal von der Nähe, damit ihr genau sehen könnt, wie das gemacht wird. Das ist schön eingeweicht in der Soße. Jetzt kommt Fleisch drüber. Ihr könnt natürlich auch Rindfleisch nehmen. Es gibt ja einige, die mögen kein Lamm. Oder aber Hähnchen. Am besten schmeckt das natürlich mit Lammfleisch. Das mit Hähnchenbrust kann man das auch machen. Dann wird das so eingerollt. So sieht das dann serviert aus und dazu wird dann Ayran getrunken. Für Ayran wird auch noch ein Rezept von mir folgen.
Das hat Ebro mitgebracht, rote Linsenfrikadellen. Hier noch Auberginenpaste. Ne? Auberginenpaste gerührt mit Sesampaste und Joghurt und Knoblauch. Genau, das Rezept kommt auch das noch. Das kommt noch. Das können wir nächstes Mal machen. Alles ne? klar. Ich hoffe, das gefällt euch und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.